So, weiter geht's mit Abschnitt 8. Und was wir jetzt machen wollen, ist die Dreifärbungszahl mit linearer Algebra ausrechnen. Ja, also nicht mehr zählen, sondern rechnen. So, also wie geht das? Merkung. So, also was wir jetzt machen ist, wir setzen die Farben der Bögen als unbekannt an. Also wir sagen erstmal, wir wissen vielleicht noch nicht die Farben von den Bögen und die Farben heißen X, Y und Z zum Beispiel. Ja, das machen wir hier mal. Beispiel. So, Kleeblattschlinge. So, und die Farben heißen jetzt hier, die Farbe heißt X, diese Farbe heißt Y, diese Farbe heißt Z. Ja, gut. Wir wollen ausrechnen, wie viele Lösungen es für X, Y und Z gibt. Oder ein anderer Knoten, vielleicht ein Achterknoten. Ja, kann noch mehr Unbekannte geben. Hier sind jetzt vier Bögen. Ja. Die erste Farbe hier heißt X1, die zweite Farbe ist vielleicht dies hier X2, die dritte Farbe ist dies hier X3 und die vierte Farbe ist dies hier X4. Ja. So wollen wir das machen und hier sollen x, y und z Farben sein, also Elemente von F3. Und hier soll x1, x2, x3, x4 auch Farben sein, also Elemente von von F3. So, jetzt haben wir also unbekannt, jetzt brauchen wir noch Gleichung. Die Gleichung kommen von der Zulässigkeitsbedingung. Ja, also in jeder Überkreuzung sind nicht alle Farben möglich, sondern irgendwelche Einschränkungen sind da. Nämlich entweder müssen alle gleich sein oder alle verschieden. Und das wollen wir jetzt mit linearer Algebra hinschreiben. Das zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite. So, also 8.2 Satz. Eine Färbung an einer Überkreuzung. Ich male eine Überkreuzung mal hin. Also ein Strang geht durch. Und der andere geht unten drunter. Ja, hier kommen drei verschiedene Farben oder drei gleiche Farben zusammen. Ja, also dies ist die Farbe X. Hier, das hier hat die Farbe Y. Und dies hier hat die Farbe Z. Ja? Ist genau dann zulässig, wenn ja, was muss gelten? Wenn folgende Gleichung gilt, x plus y plus z ist 0. Denn ich muss natürlich mit Farben rechnen, also mit Elementen in F3. So, okay, das wollen wir beweisen. Beweis. Ja, hier bestimmen die Lösungsmenge. Und dieser Gleichung. Ja. Eine Möglichkeit ist einfach. Eine Möglichkeit. Ja, ist, wenn ich jetzt setze
x gleich y gleich z, alle Farben gleich. Ja, dann folgt nämlich, ja, diese Gleichung ist dann, kann ich dann schreiben, x plus x plus x, ja, weil alle sind gleich. Und das ist 3x, und weil 3 quer dasselbe ist wie 0 quer, ist das 0. Also wenn alle drei gleich sind, ist es auf jeden Fall 0. Ja. Jetzt wollen wir noch, dass alle drei verschieden sind. Das probieren wir mal aus. Außerdem gilt, ja, also wenn ich sage 0 quer plus 1 quer plus 2 quer, ja, das ist dann auch 3 quer, das ist 0 quer. Ja, also ist das auch eine Lösung. Also ist, ja, was ist die Lösung? X gleich 0, y gleich 1, z gleich 2, auch eine Lösung. Ja, nur ist das Plus kommutativ, das heißt, es ist egal, in welcher Reihenfolge ich diese drei Farben aufschreibe. Da Plus kommutativ ist, sind auch die folgenden. Weiter. Färbung, Lösung. Ich schreibe es mal auf. Ja. Also ich habe hier mal x, ich habe hier mal y, ich habe hier mal z und ich habe die Summe davon. Ja. Und also ich hatte schon gesehen, 0, 1, 2 ist eine Lösung, die Summe ist nämlich 0. Dann kann ich aber auch jede andere, wenn ich 0 plus 2 plus 1 rechne oder 1 plus 2 plus 0 oder 1 plus 0 plus 2 oder 2 plus 0 plus 1 oder 2 plus 1 plus 0. Ja, alle diese Sachen geben, ne, die Summe ist 3, aber 3 quer ist 0 quer. Ja, alle, ja, diese 6 Lösungen. Und 6 Stück. Alle Farben verschieden. Und außerdem habe ich ja noch mehr Lösungen, die ich vorhin gesagt habe, nämlich die, wo alle gleich sind. Ja, also 0 plus 0 plus 0 ist 0. 1 plus 1 plus 1 ist 3, aber das ist auch 0. Und 2 plus 2 plus 2 ist 6, aber das ist auch 0. Ja, also drei Möglichkeiten. Alle Farben gleich. So. Warum gibt es keine weiteren Lösungen? Es gibt keine weiteren Lösungen. Weil jede lineare Gleichung in f3 hoch 3 genau 9 Lösungen hat. Ja, das hatten wir mit linearer Algebra ausgerechnet. Das ist ein dreidimensionaler Vektorraum. Eine Gleichung ist ein zweidimensionaler Vektorraum. Der ist isomorph zu f2, 3 Quadrat und 3 mal 3 ist 9. Das heißt, hier haben wir den schwierigen Teil, dass es keine weiteren Lösungen gibt, durch lineare Algebra erledigt. Ja? Wir haben 9 Lösungen hingeschrieben und wir brauchen jetzt gar nicht die anderen mehr ausprobieren, dass die anderen alle ungleich 0 sind, weil das wissen wir automatisch. Ja? Okay, also wissen wir, diese Gleichung, die wir da hingeschrieben haben, ist genau dann erfüllt, wenn entweder alle Farben gleich sind oder alle Farben verschieden. Ja? Das ist aber genau dann der Fall, wenn die Färbung von der Überkreuzung zulässig ist. Schreibe ich nochmal hin.
Gleichung ist also genau dann erfüllt, ja, also in F3, also man muss jetzt hier schon mit drei Farben rechnen, sonst funktioniert es nicht, wenn entweder x, y und z alle gleich, oder x, y, z alle verschieden. Ja. Dies ist aber genau dann der Fall, wenn die Färbung diese Überkreuzung zulässig ist. Ja. Ja, Sie sehen, wie toll das ist, dass wir, obwohl das ja eine relativ merkwürdige Art ist, irgendwas zu beschreiben, geometrisch, dass wir das in so einer leichten Gleichung, linearen Gleichung zusammenfassen können. Ja, und Sie haben ja gesehen, solche Gleichungen können merkwürdige Lösungsmengen haben, eben genau diese zum Beispiel. Ja, und damit lässt sich aber natürlich viel leichter rechnen als mit Ausprobieren. Okay, also damit machen wir jetzt im nächsten Video weiter. Dann werde ich Ihnen mal ein Beispiel vorrechnen.